Hey Leute, bei dieser Aufgabe sollen wir die Taschenburg sammeln. Boah, da habe ich sie schon gefunden, das gibt's auch gar nicht. In einem Match und die Säge, den Sägeblattwerfer auch. Hier haben wir noch eine zweite, schaut mal, Taschenfestung, sorry. Und warum bin ich jetzt hier gelandet und nicht im Norden der Map? Weil wir hier bei Eve, guckt's euch an, ich gehe da mal ganz kurz rüber. Okay, da ist jetzt einer gelandet, blöderweise, aber ich versuche es trotzdem für euch zu lösen. Der steht da hinten, weiß nicht, was der macht. Denn bei Eve können wir das Ganze auch kaufen. Wir können den Sägeblattwerfer bei ihr kaufen. Und das Gute ist, dann müsst ihr nur noch die Taschenburg finden. Und das geht ja, habt ihr gesehen, ganz gut. So, jetzt kaufen wir hier den Sägeblattwerfer. Zack, einmal. Und dann haben wir es schon geschafft. Da ist jetzt einer schwer unterwegs. Okay, davon wollen wir uns nicht beirren lassen. Aber das wäre es mit der Aufgabe. Ich gehe mal ganz kurz hier ein Stück weit in Deckung. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Und euch mal zu markieren, wo bin ich gelandet? Guck mal, ich bin hierher geflogen und hier vorne ist eine Tankstelle. Hier habt ihr ganz, ganz, ganz viel Loot und könnt einfach mit einer Seilrutsche rüber und bei Eve den Sägeblattwerfer finden. Kaufen, sorry. Und wenn ihr die Taschenfestung nicht vorher findet, dann könnt ihr hier das ganze Haus absuchen und hier drüben noch die Tempelanlage. Und da bin ich mir sicher, da findet ihr das auf jeden Fall. So funktioniert es. Ich habe hier einmal die Taschenfestung und den Sägeblattwerfer. Das ist alles, was wir brauchen für diese Aufgabe. Und dann passt das eigentlich. Also, ich hoffe, es war für euch okay und es war ein guter Tipp. Wenn ja, dann haut gerne mal ein Like und ein Abo rein. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.